Hallo meine Freunde der Stadtparks und willkommen zurück zu Let's Play Lego City Undercover. Ich grüße heute Michailo, ich hoffe ich spreche es richtig aus. Außerdem grüße ich den Mickey, ich grüße den Raphael und ich grüße auch noch Luan. Oh nee, nie schon wieder Vogelhäuser. Oh, wie ich die Dinger hasse. Oh, verfluchte Vogelhäuser, aber jetzt dürfte es ja alles ein bisschen leichter werden zu finden, glaube ich. Dadurch, dass wir jetzt hier immer den Scanner haben, meine ich, müsste das doch machbarer werden, oder? Trifft diese Aussage bestimmt zu. Gut, hier gibt es nichts mehr in der Ecke. Dann mal weiter hier. In die Richtung, kurz auf die Karte schauen. Der ist halt auch relativ... wohl, so klein ist der gar nicht, der Crescent Park. Ich dachte, er wäre klein, aber da ist ja noch dieses... Kann man die Leute von den Skateboards eigentlich runterhauen? Ja, die kann man runterhauen. Bleib da. Ich will das Skateboard haben. Obwohl, ein Fahrrad sind wir, glaube ich, schon mal gefahren, oder? So, mal stehen bleiben. Schade, dass man nicht scannen kann damit. Aber cool ist es schon. Cool ist es auf jeden Fall. Ah, die Luftballons, mit denen hat es doch auch bestimmt irgendwas auf sich mit den Luftballons. Ja, ich hab's geahnt. Oben drauf ist auch noch irgendwas. Müssen wir sie umfärben oder müssen wir einfach draufschießen? Okay, wir müssen draufschießen. Wir müssen sie nicht umfärben. Da brauchen wir den Astronauten. Ah, nee, man muss mit der Farbwaffe. Man muss bestimmte einfärben. Okay. Dann färben wir bestimmte ein. Einmal. Und zweimal. Hier gibt es noch wieder ein paar Farbmissionen. Und dreimal. Jetzt müssen wir noch gucken, wie wir oben auf den Dings drauf kommen. Oh, wirklich. Da kann man auch besser zielen. Ach, der visiert immer den an, der da hinten ist. Aber den trifft er natürlich von hier aus nicht. So, 3 von 3. Mal schauen, wie wir hier auf die Decke drauf kommen von diesem Pavillon. Da oben ist nämlich noch... eine Rex Fury-Statue ist da oben. warum hat er einen Topf auf dem Kopf? Waffel, Carlo. Okay, es ist deine Waffel, kein Topf. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Da vorne ist wieder so ein Baum, der da... Möchtest du irgendwas von mir? Irgend so ein Baum, der da einfach so irgendwie im Nirgendwo steht. Das würde ich fast tippen, dass da wieder so ein Vogelhaus drunter ist, ohne geschaut zu haben. Ja, mittlerweile kenne ich diese Schlawiner von Spielemachern hier. Mittlerweile weiß ich, wie sie Sachen verstecken. Okay, hier ist nichts. Okay, wir versuchen jetzt erstmal hier ranzukommen. Von da oben scanne ich dann nochmal gleich. Verkleidungsmarke ist da auch noch. Okay, die Statuen werden uns gar nicht angezeigt, sehe ich. Das habe ich fast übersehen gehabt. So kommen wir da hoch. Vorausgesetzt, dass es gleich aktiviert. Ja, ich glaube, es ist aktiviert. Perfekt. Dann einmal nach oben hier. Und gleich zwei Sachen geholt. Einmal Maximilian Jabeck haben wir geholt. Und viel wichtiger ist, wir können hier die Rex Fury Statue zerstören. Da haben wir jetzt aber echt schon viele, glaube ich. Kaputt das Ding. Silberstatue zerstört. 9 von 17. Wir haben mehr als die Hälfte. Davon ist eine Katze. Einmal zur Katze. Ja, hier geht's ja wieder voran. So mag ich das. Aber wie gesagt, diese flachen Gebiete, wo nicht so viele Häuser sind, wo man nicht irgendwie so hochdauern muss, auf die kommt man doch deutlich schneller hoch. Findet man doch deutlich schneller die Sachen. So, einmal eingetütet, die Katze bitte. Das gibt dann auch gleich nochmal einen goldenen Stein, glaube ich. Der andere fährt mit dem Rasenmäher hier rum. Warum auch nicht. So, goldene Steine. Hey, wir haben erst die Hälfte der goldenen Steine. Woo! Party time. So, mal gucken, ob wir hier noch mehr Grund zur Party time haben. Hier haben wir alles, glaube ich. Aber der Park ist ja noch länger, wie gesagt. Hier geht es ja auch noch rüber. Wobei ich tippe, dass der letzte von diesen Vogelhäusern hier irgendwo sein wird. Noch in der Hälfte des Parks und nicht in der anderen drüben. Hier sehen wir auch gleich wieder ganz viel Zeug. Hier noch irgendwas. Das Wichtige ist immer, dass ich nicht nirgendwo vorbeilaufe. Okay, da ist ein Superbau. Dann gehen wir. Okay, die nächsten Sachen sind vorne bei der Brücke. Na gut, dann mal ab zur Brücke vor. Bestimmt auch wieder irgendwie Sachen, die wir einfärben müssen. Oder sind die vielleicht unter der Brücke sogar? Irgendwas unter der Brücke noch? Ne, unter der Brücke ist nichts, okay. Gehen wir mal ganz kurz in die Richtung hier, weil wir hier auch noch in der Ecke gerade noch nicht waren, weil wir sind ja nur oben rumgelaufen. Nur aus Angst, hier noch irgendwas zu übersehen. Ja, da unten sind die ganzen Sachen in der... Im Tunnel, den dürfen wir nicht vergessen, den Tunnel. Aber sonst... Nee, komische Vogelhäuser oder so scheint es ja auch nicht mehr zu geben. Okay, wir gehen auf die Brücke, Also hier fühlt man sich wirklich wieder ein Detektiv, wenn man hier so eins nach dem anderen langsam sucht. So, einmal den Rex Fury. Ja, die beiden sind anders. Achso, die muss ich auch einfärben. Das war eigentlich die richtige Färbung. Ach, du bist nicht bunt. Die müssen bunt sein, die Blumen. Okay. So, und da ist auch noch die letzte. Ah, ne, vorletzte.
Hier sind's. Da war noch eine. Okay. Das wäre auch geschafft. Welchen Charakter kriegen wir dafür? Wir bekommen. Da unten ist auch noch ein Superstein. Den holen wir uns aber nicht. Wir bekommen wieder eine Frau. Und zwar die Krankenschwester. Die Frau Krankenschwester bekommen wir. Da ist die Tasse. Die Tasse haben wir vorhin mal gesehen gehabt. Irgendwo. Okay, da, bei der Tasse ist richtig viel Zeug. Wo ist der letzte verfluchte? Da ist was. Das ist der goldene Stein, glaube ich. Ja, roter Stein meine ich natürlich. Den holen wir uns zuerst, der rote Stein. Da waren zwei Sachen nebeneinander, die hätte ich fast nicht übersehen gehabt. Den roten Stein brauchen wir auf jeden Fall. Die Frage ist, wie kommen wir da hin? Da liegt einfach so eine Charaktermarke rum, ja. Umso besser, umso besser. Da müssen wir mit dem Boot reinfahren, oder? Fürchte fast, da müssen wir mit dem Boot... oder wir fallen von oben runter. Ne, wir können, glaube ich, auch von oben runterfallen. Irgendwie. Ich glaube, es ist... Ach, man kann ja schwimmen. Stimmt, man kann ja schwimmen, da war ja was. Na gut, umso besser. Wobei zum Beispiel den, da hätte man jetzt, glaube ich, auch relativ lange... Super Ramme. Den hätte man jetzt, glaube ich, auch relativ lange gesucht gehabt. Also wenn man jetzt nicht gerade, wie ich, diesen... das Ding hat, wo also alles einem angezeigt wird, wo die Sachen sind, dann, glaube ich, hätte man den gerade eben auch relativ lange gesucht. So, Schub für alle, Super Ramme. Haben wir nicht vorhin noch irgendwas anderes bekommen gehabt? Oder habe ich da schon Super Einbruch? Unbegrenzt Dynamit. Okay, damit breche ich wahrscheinlich schneller ein oder ich muss es nur einmal machen oder so. Dieses Aufhebeln. So meine Vermutung, was es bringt hier. Vorne beim Wasserfall ist bestimmt auch noch irgendwas. Aber erstmal machen wir die ganzen Sachen hier bei der Tasse. Apropos Tasse. Hier gibt es mal wieder etwas Kaffee für uns. Abwarten und Kaffee trinken ist angesagt. Da oben gibt es auch noch Blumen. Ja, schön. Schön, schön, schön. Aber das sind, glaube ich, nur die Blumen, damit man nach oben kommt, oder? Weiß nicht. Kaffeepause haben wir jedenfalls wieder eine beendet. Nummer 7 von 20. Irgendwie kann man sich das gar nicht vorstellen, dass man noch so viel zu tun hat, weil das geht alles so flott voran hier gerade. So, das Dynamit brauchen wir nicht. Wir brauchen erstmal kurz den Astronauten, um da hochzukommen. Da oben müssen wir auch wieder was einfärben. Ja, hier gibt es auf jeden Fall jede Menge. Aber erstmal werden wir hier die Blume gießen. Da sehe ich auch schon das nächste Ding einzufärben. Aber ich glaube, diese Einfärbesachen können wir von unten alle abschießen. Das sollte funktionieren, wenn wir das von unten machen. So, Blumentöpfe gegossen. 8 von 20. Okidokili. Mein Huhn hat auch gerade schon wieder geschrien vor Freude. So, da ist ein Bankautomat, sehe ich gerade. Wenn uns die Bankautomat eigentlich... Wirklich, Rex. Du hast es doch anvisiert. Wieso schießt du dann nicht? Ach, Rex, jetzt bitte. Mach jetzt hier keine Probleme, Rex. Ich weiß, du kannst das besser. Genau. Wusste, du kannst das besser. So, dann mal zum Bankautomaten hier. Auch den hier mal eben auf die nette Art und Weise aufmachen. Einmal richtig reinprügeln und kaputt ist das Ding. Das bedeutet ganz vieles das für uns. Und einen weiteren zerstörten Geldautomaten. 6 von 18 erst. Da fehlen uns noch ein paar. Egal. Also ich glaube, hier in dem Crescent Park, da bekommen wir könnten wir auf Anhieb alles bekommen, glaube ich. Das läuft hier gerade sehr zu meiner Zufriedenheit. Haben wir denn da noch eins übersehen gehabt von den... Jetzt, wieso schießt du denn da oben immer nicht drauf? Da unten ist das letzte. Zwei von... Da ist das dritte. So. Oh Gott, der sieht ja auch interessant eingefärbt aus. Scheint ihn aber nicht so zu stören. Diesen Mal bekommen wir einen Mann, das sieht so aus wie so ein Matrose oder sowas. Das war ein Fehler. Eine Matrosenmarke für uns. So, Herr Matrose, wie heißt du denn? Du heißt... Matrose. sehr kreativ. Genau, hier oben war noch was drauf. Da war ich nur so halb hochgegangen. Von welcher Seite komme ich hier am besten hoch? Wahrscheinlich kann man... Okay, erstmal gehen wir hier rum. Nicht, dass wir hier den Löffel abgeben. Aber wir stehen ja schon auf dem Löffel. Den geben wir nicht mehr ab. So komme ich auch. Okay. So hatte ich mir das zwar nicht vorgestellt. Müssen wir da irgendwie das Wasser ablassen? Keine Ahnung. Hä? Kommen wir da hin? Da bin ich gerade ein bisschen irritiert, was wir machen sollen. Haben wir irgendeine Fähigkeit, um da was zu machen? Könnten vielleicht mehr Wasser reinfüllen, aber ich glaube, das ist nicht das Rätselslösung. Hä? Okay, das ist zum ersten Mal, dass ich echt keine Ahnung habe, was ich hier tun muss. Können wir den irgendwie kaputt machen? Ich glaube, wir müssen das Wasser irgendwie abzapfen oder sowas. Also tauchen oder so können wir nicht. Nein! Erstes Mal, dass ich keine Ahnung habe, wie wir an der Sache rankommen. Wir müssen da irgendwie hochgleiten, glaube ich. Mit dem Hühnchen? Vielleicht mit dem Hühnchen, dass da was geht? Da vorne ist eine Überwachungsmission, sehe ich gerade. Dass mit dem Hühnchen gleiten was geht, das ist jetzt aber auch wirklich die einzige Idee, die ich noch habe.
Nee, auch das funktioniert nicht. Vielleicht müssen wir doch mal auf die andere Seite noch rüber. Hier gibt es irgendwie eine vielleicht müssen wir von oben drauf gleiten. Da ist ja auch hier so ein Felsvorsprung. Vielleicht ist das das Rätsellösung. Oder wir müssen noch diese Überwachungsmission hier machen. Machen wir auf jeden Fall auch beides. Interessant. Interessant, man stößt immer wieder auf neue Probleme hier. Ups, Kameraschwenk. Sehr mysteriöser Kameraschwenk. Ja, hier. Ach, hier muss man mit dem Auto rüberspringen. Okay, verstehe. Hier ist irgendwie nichts mehr. Okay, dann brauchen wir ein Auto. Das Gute ist aber, dass wir jederzeit uns ein Auto rufen können. Wir haben ja diese, diese praktische Ruffunktion hier. Und zwar nehmen wir uns... Was nehmen wir uns denn? Wir sollen... Ihr wollt wahrscheinlich eher so... Gibt es Spezialfahrzeuge? Ne, dann wollt ihr wahrscheinlich die Leistungsfahrzeuge eher sehen. Denk mal, dass die interessanter sind. Die Rennwagen hier, die wir alle auch schon haben. Also bringt uns natürlich auch immer Prozente, die hier alle zu kaufen. Wenn wir sie schon mal hier... Wenn wir hier schon mal sind, dann machen wir hier auch gleich die Prozente dazu. Ups, ne, den wollte ich noch... Ich wollte den Wrath noch nicht auswählen. Ich wollte eigentlich ein anderes Fahrzeug wählen, was wir vielleicht noch nicht gefahren haben. Roar. Irgendeins von diesen Spezialfahrzeugen. Ich glaube, die Spezialfahrzeuge sind schon cooler. Rebellion. Rebellion sieht doch cool aus. Rebellion ist immer gut. Wir sind für die Rebellion. Das passt auch zu Star Wars gut dazu. Müssen wir uns noch irgendwie so orange einfärben. Gibt's orange? Ja, so. Dann hat er dann die Pilotenfarbe ungefähr von Star Wars. Dann ist er wirklich hier ein Rebell. So, und jetzt müssen wir auch... Was? So kommen wir da nicht ran? Verdammt. Augen auf im Straßenverkehr, Chase. Mein Plan ist nicht aufgegangen, aber vielleicht müssen wir ein bisschen höher springen, ein bisschen schneller springen. Das kann natürlich sein. Hier ist noch so ein Zen-Garten oder sowas. Da war gerade auch noch eine Garage rechts. Okay, es gibt auf jeden Fall noch jede Menge zu tun. So, jetzt mal mit ein bisschen mehr Anlauf. Vielleicht klappt es dann besser. Vielleicht lag es gerade am mangelnden Anlauf. Ich hoffe es einfach mal, dass wir das gerade nicht bekommen haben. So, ja! Auto kaputt, aber wir sind dran gekommen an das Koch war es, glaube ich, gerade eben, was wir da geholt hatten. Mal kurz das Scan hier machen, ob wir hier noch irgendwas vergessen haben. Aber ich meine, hier haben wir, hier gibt es ganze Farbdinger. Hier gibt es noch eine... So eine, warte mal, beim Wasserfall waren wir noch nicht. Entschuldigung, ich muss nochmal zurück. Ich muss nochmal ganz kurz zum Wasserfall. Wasserfälle sind doch auch normalerweise immer prädestiniert dafür, dass da noch irgendwas versteckt ist, oder nicht? Ich meine schon, hinter dem Wasserfall ist auch noch irgendwas. Ah, genau, da ist doch was. Da gibt es nochmal einen Alien wahrscheinlich, den wir jagen müssen oder so. Mal gucken. Was ist die Farbkombination? Die Farbkombination lautet... Ups, gelb, grün, blau und rot. Und heraus kommt ein Alien, schätze ich mal. Ja, richtig vermutet. Wusste ich's doch. Meine männliche Intuition hat mich mal wieder gerettet. So, Herr Alien, da geblieben. Einmal gestunt werden, bitteschön. Ups. So, jetzt haben wir ihn gleich. Ich weiß, ich könnte ihn mit dem anderen Typen hätte ich ihn auch gleich fangen können, aber ich bin jetzt zu voll zum Wechseln. Und er steht ja eh gleich wieder auf und wir haben ihn. So, da geblieben, da geblieben, da geblieben. Und schon haben wir ihn verhaftet. Uns entkommt kein Alien. 9 von 17. Auch da haben wir jetzt mittlerweile schon mehr als die Hälfte. Und den 230. Stein haben wir auch schon. Und damit können wir jetzt auch beruhigt fortfahren. Ich hatte schon geahnt, dass da noch was beim Wasserfall ist. Aber gut, solange wir das jetzt mittlerweile schon gespielt haben, hier das Spiel, da muss man ja auch schon ein bisschen was hier an Intuition haben, wo die Sachen zu finden sind. Ups, Entschuldigung. Hab ich ihn einfach zur Seite geräumt. Und jetzt machen wir diese Abhörmission, die es hier ja noch gibt. Da oben ist ein Baumhaus. Cool. Vor allem ein richtig großes Baumhaus. Deutlich größer als das, was wir damals im Wald hatten. So. Achso, brauchen wir einen Polizisten, ist klar. So, einmal abhören. Was gibt's hier zu hören? Und bitte. Nein, das ist nicht das, was wir hören müssen. Das müssen wir hören. Wieder wegen Higanoven, die... Mann, das nervt total, dass wir in Crescent Park nur hier abhängen können, Marty. Ich weiß. Aber du musst auch zugeben, dass die Sandwiches der Hammer sind. Ja, schon. Aber komm jetzt, wir sollten mal ein bisschen Unruhe stiften. Ja, also gut, dann lass uns bei der Bühne Touristen ärgern. Bist du jetzt zufrieden? Wäre ich, wenn du meinen Kuchen in Ruhe gelassen hättest. Wer rastet, der rostet. Okay, dann rasten wir nicht, sondern fangen die Bösewichte ein, die hier schon wieder im Crescent Park, das spricht mir ihn anscheinend aus, die hier schon wieder Stress machen wollen. Mir wird es gar nicht angezeigt auf der Karte, ist aber da vorne. Wir haben 38 Sekunden, um da hinzukommen, das ist gar nicht mal so lang. Deswegen nehmen wir uns schnell noch ein Auto, in dem Fall den hier, weil der gerade hier mir als erstes angezeigt wurde, der Polizeiwagen. Nitro, Nitro, schneller, aufladen, aufladen. So. Gleich sind wir da, sogar hier mit Polizeifahrzeug. So, Polizeieinsatz, bitte geht's aus dem Weg. Wenn ihr keinen Ärger macht, mach ich euch Ärger.
Okay, können wir hier einfach überfahren. Nur mal ausprobieren. So, meine Freunde. Wie haben die uns gefunden? Wir können sie verhaften. Wir können sie einfach so. Ups. So, der nächste, der uns boxen will. Den ersten verhaften wir hier gleich. Oh, da will mich einer boxen. Oh, zwei auf einmal geboxt. Nicht schlecht. So, einmal den da auch noch. Was? Nein, die sollten ins Auto einsteigen, du sollst ihn wegboxen. Du willst also kämpfen? Genau, hau ihn rein ins Auto. Wenn du dagegen hast, misst dich dann mal los. Nee, tut mir leid, du bleibst hier. Du haust mir nicht ab. So, du wirst mich verhaftet. Mission erfüllt. Gangs verhaftet. 6 von 16. Goldene Steine damit auch. 231. Ich hab's nicht vergessen, wir müssen nochmal in den Tunnel runter. Missionen gab's, glaube ich, hier in Crescent Park keine. Oh, komm, jetzt mal den Skater. Polizeiangelegenheit. So, rückwärts. Mal schauen, wie schnell wir fahren können. Oh ja, ein bisschen zumindest. Der Skater-Bursche am Start. Warum auch nicht, warum auch nicht. Wir haben Nitro im Skateboard, wie geil ist das denn? Jetzt sehe ich es erst. Wie cool. Oh mein Gott, wir haben Nitro auf dem Skateboard. Ah, geil. So, Entschuldigung, ich war gerade hier noch etwas mit meinem Nitro zu sehr erfreut. Was mir einfällt, uns fehlt auch noch eins von den blöden Vogelhäusern. Mal gucken, wo das hier versteckt ist. Ich hasse Vogelhäuser. Ich hasse sie so sehr. Da sind noch mal ein paar Supersteine. Das gibt's doch nicht, hier muss doch noch irgendwas sein. Hier ist nichts mehr? Ich kann doch schwören, dass hier was ist. Der sieht doch so aus, als wäre hier was. Da gibt's hier sogar was zu suchen. Ich weiß sogar schon, wo ich suchen muss. Wie schalten wir das frei hier? Ist da auch irgendwo noch das Vogelhaus? Hier vielleicht? Nein! Wo ist das blöde Vogelhaus? Vielleicht dahinter. Vielleicht ist da. Vielleicht ist das hier das entscheidende Vogelhaus, aber die stehen am... Ja, Gott sei Dank, da ist das blöde Vogelhaus. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Na, wenigstens etwas. Haben wir es doch noch gefunden. Gerade, wo ich mich wieder dran erinnert habe. Ja, das ist... Oh Gott, ist das genau an dem Ende oder ist das hier? Bin mir gerade nicht ganz sicher, an welchem Ende das ist. Ich befürchte aber, das ist am anderen Ende. Ja, das ist genau am anderen Ende von dem blöden Park. Oh, wirklich. Gemeinheit. Ja, aber hilft ja nichts. Hilft ja nichts. Wir werden es noch machen, aber erstmal klettern wir hier noch hoch. Das Lilane da, was da oben war, weiß ich gerade nicht, was das war. Aber wir gehen erstmal noch hier nach oben. Hier gibt es bestimmt auch noch was hier. Außer einen super Stein. Hier gibt es nämlich noch was zum Einbrechen da oben. Und da können wir gleich mal unseren super Einbruch. Ah, da können wir auch die Fahne. Oh, super. Hier kriegen wir gleich nochmal zwei Sachen. Da sehen wir jetzt gleich mal den super Einbruch hier. Ach, du bist der Falsche. Entschuldigung. Da brauchen wir ja Feuerwehrfrau. Das haben wir noch nicht auf schnell. So, einmal aufmachen und da bekommen wir einen neuen Charakter, nämlich Patty Hayes. Wer ist denn Patty Hayes? Keine Ahnung. So, den Bezirk erobern wir hiermit damit auch noch gleich. Wir setzen unsere Fahnen hier hin. Wir sind der erste Mensch auf dem Baumhaus. Eine große Kletteraktion für einen Menschen. Na egal. Nee, eine kleine Kletteraktion für einen Menschen, eine große Kletteraktion für die Menschheit. Ah, und dann kommen wir dann auch da rein. Und jetzt ist, dass wir dann wieder komplett am anderen Ende von der Stadt sind. Ich guck mal, wie viel uns hier noch fehlt. Uns fehlen noch... Okay, ein paar Sachen fehlen uns hier noch. Die Charaktermarke wissen wir ja, wo sie ist. Mal einen kurzen Scan machen. Genau, die anderen Sachen sind dann wahrscheinlich unten im Tunnel drin, ne? Da ist nichts mehr, was wir gebrauchen könnten. Okay, dann machen wir diese Aktion hier, die mit dem Auto, wo ich gerade bin. Zwar etwas ungern, weil ich weiß, dass ich dann wieder irgendwo anders in der Stadt rauskomme, aber mittlerweile haben wir ja auch die Fähigkeit, mit dem... Ups, wen brauche ich da? Nein, ich brauche den. Ich brauche hier den. Ups, nein. Ich brauche den hier. Jetzt müsste es schneller gehen. Ah, genau, jetzt müssen wir... Das Minispiel geht jetzt schneller, ja, ein bisschen. Okay, wir machen die Fahrerausforderung. Genau, wir müssen ja noch diese Sachen im Tunnel machen. Und ich glaube, dann dürften wir sogar alles haben, wenn wir die Sachen im Tunnel noch gemacht haben und vorne die Charaktermünze ganz am Eingang geholt haben. Ah, das ist doch mal ein geiles Polizeifahrzeug, oder? Wow, wow. Oh, nee. Oh Gott, der ist schwer zu fahren. Der kippt leicht. Das ist gefährlich. Oh, oh, ich sehe schon, mit Nitro muss ich hier ein bisschen aufpassen, aber ich habe zum Glück kein Zeitlimit. Ich werde jetzt eher versuchen, vorsichtig zu fahren, weil der kippt echt leicht. So, mal vorbeilassen, bitte. So, das nächste, glaube ich, wird schwieriger, weil wir hier in der großen Stadt sind. Die große Stadt, die Innenstadt hier sind und diese Innenstadt doch sehr verwinkelt ist, wo man, glaube ich, sehr viele Sachen nicht so auf Anhieb finden kann. Egal, wir machen sie trotzdem. Ich hoffe mal, wir müssen mit dem Ding hier nicht so lange fahren, weil das Ding echt klein. Ah, ich glaube, ich weiß es nicht, ja. Garage, wir fahren müssen, oder? Weggecrashed.
Boah, dann darfst du echt, mit dem darfst du keine großen Kurven fahren. Das ist nämlich nur ein Dreirad, wenn ich das richtig gesehen habe. So ein Dreirad ist natürlich auch nicht so optimal dafür geeignet, hier große Kurven zu fahren. Der kippt natürlich leicht. Der hat nicht so viel Stabilität auf der Straße wie jetzt, ups, wie jetzt ein irgendwas, was vier Räder hat. Ich werde aber immer noch verfolgt von der Polizei. Die sind direkt hinter mir. Okay, jetzt sind sie weg. Vielleicht bin sie losgeworden. Solange hier keine Monster-Stunts drin sind, ist ja alles gut. Aber die Monster-Stunts sind ja immer nur bei den Rennen drin. Hier kann ich ja immer selber entscheiden, wie ich fahren möchte. Von daher alles gut. Das Gute ist, wenn ich jetzt mit dem Dings fahre, fällt mir da gerade auf. Lass mich mal bitte vorbei. Wenn ich hier mit der U-Bahn gleich fahre, dann komme ich nämlich weiter vorne im Friesenpark wieder raus. Dann muss ich nicht diesen ganzen, hätte ich auch diesen ganzen Weg im Park nicht zurücklaufen müssen. Das ist eigentlich gar nicht so blöd. Dann ist gar nicht so schlimm, dass wir hier auf die Seite rüberkommen. Die Garage war ja hier relativ, glaube ich, weit vorne. Die wird immer noch verfolgt. Ich komme nicht. Vielleicht soll ich auch mal meinen Alarm anmachen. Da ist ein Alarm auch an. Ihr seht, es blinkt oben. Meine zwei Lichterchen blinken. Nein, nein, nein. Geh bloß weg, die Polizeiwagen. Ah, ich kann den halt nicht entkommen, weil das Ding nicht schnell genug ist. Da hilft auch das Beste nicht vor nichts. Oh, einmal durchlassen, bitte. Lass mich durch. Ich bin Arzt. Nein, ich bin nicht Arzt. Nein, nein, nein. Auch wenn ich Dr. Affenbursche heiße, aber nein. Arzt bin ich nicht. So, und da ist auch schon die Garage. Einmal in die Garage rein, bitte. Auto erfolgreich, Dreirad erfolgreich geklaut. Ja, Mission geglückt. Und wir haben damit Fahrzeugdiebstähle abgeschlossen. Nämlich 6 von 13, also auch schon fast die Hälfte. Ja, ich weiß, wie man die Polizei die Autos anhalten kann. Und was besonders gut ist, wir kriegen den goldenen Stein. Was mir gerade noch einfällt, wir könnten hier auch nochmal kurz scannen, weil wir hier gerade schon sind. Vielleicht sehen wir ja zufällig noch was. Damals, als wir zum ersten Mal durchgegangen sind, hatten wir ja noch diese ganzen Scan-Möglichkeiten hier gar nicht. Aber zufällig sehe ich leider nichts, deswegen lassen wir das mal mit dem Scannen, sondern fahren direkt wieder runter zur Metro und ups, der ist weit geflogen. Und steigen in die Metro ein. In die Metro Richtung Christian Park nochmal. So, einmal hier hin. Wenn wir die Schnellreisemöglichkeit haben, hoffentlich klappt die Schnellreise, nachdem ich gerade eben schon nicht mit dem Zug fahren konnte, aber die Schnellreise klappt, glaube ich, ja, doch, Schnellreise klappt. War, glaube ich, vorhin irgendein komischer Bug, dass es nicht funktioniert hat, aber hier sollte es funktionieren. Genau, jetzt kommen wir hier vorne raus, perfekt. Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei, doch es bleiben dir drei Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.